Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Gäste, die auch durch die Oberstufendidaktikwochen zu uns gekommen sind. Wir begrüßen Sie hier ganz herzlich zu einer neuen Folge unserer öffentlichen Ringvorlesung, die in diesem Studienjahr unter dem Motto steht, gute Schule macht gesund, was Kinder jetzt brauchen. Und wir freuen uns sehr, als Gastreferenten wieder bei uns begrüßen zu dürfen, Dr. Thomas Hartmut. Er war vor ziemlich genau 2 Jahren schon einmal hier. Ja, wissenschaftliche Zusammenhänge verstehen, Hintergründe begreifen, das ist uns ein großes Anliegen. Damals waren Sie bei uns 2020 und haben uns ganz grundlegend schlau gemacht, was sind Viren und wozu brauchen wir die? Dieses Mal spezifizieren wir das noch etwas mehr. Der Titel ist, welche Rolle spielen Viren und Bakterien für die gesunde Entwicklung des Kindes? Dr. Thomas Hartmut ist freier Autor und Dozent für Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin an der Dualen Hochschule Württemberg. Der Vortrag, den Sie damals bei uns hielten, ist auch immer noch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Wer jetzt dann noch mal so richtig Lust bekommen hat, sich auch den noch mal anzuschauen. Ansonsten freuen wir uns hier sehr, dass wir jetzt hier starten können. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einführung und auch für die Einladung, dass ich hier noch mal einen Beitrag bringen darf. Und ich freue mich immer, wenn ich vor jungen Leuten reden darf, weil für die sind diese Dinge ja besonders wichtig. Und ja, wir hatten das letzte Mal bei diesem Vortrag, da ging es ja mehr um die Viren. Was sind die, was machen die, welche Bedeutung haben die für Mensch und Natur? Und heute wollen wir eigentlich eher davon reden, wie die Mikroorganismen eigentlich wichtig sind für die Entwicklung, für die gesunde Entwicklung der Kinder. Und da wird es vor allem gehen um das Immunsystem, also um moderne Immunologie. Also wir reden jetzt nicht nur über Mikrobiologie und Mikrobiom, sondern auch über diese prosperierende Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie. Ich war aber erst letzten Monat auf einem Kongress in Innsbruck und ich sage immer, das sind so die Fackelträger einer neuen Medizin, die Psychoneuroimmunologen, also was dort so an wissenschaftlicher Perspektive eröffnet wird, das ist einfach sehr zukunftsweisend. Also, was sieht man auf diesem Bild? Dieser kleine Junge, der da sehr hingebungsvoll sich diesem Schwein widmet, der nimmt in diesem Moment, also auf so einer Schweineschnauze, da ist so alles in Mikroorganismen eigentlich versammelt, was so ein Bauernhof zu bieten hat. Und das nimmt er also genussvoll in sich auf. Und es gibt sicher hygienebewusste Menschen und Mütter heute, die bei dem Anblick quasi sofort an Schweinepest und Siechtum denken. Aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Man muss sich ja fragen, warum eigentlich nehmen die kleinen Kinder eigentlich alles in den Mund? Das ist ja evolutionsbiologisch ein hochsinnvoller Vorgang, dass die Kinder eigentlich so nach dem Motto, wie schmeckt die Welt, erstmal alles in der geschmacklichen Ebene sozusagen in sich aufnehmen. Also diese Kinder, die brauchen sozusagen diesen Kontakt zu Viren und Bakterien in Hülle und Fülle, ja, weil sie einfach durch diese Mikroorganismen sozusagen ihre Immunsysteme heranbilden. Das ist ganz wichtig. Das findet so in den ersten 3 Lebensjahre, findet da so die Basis statt, ja, also das sogenannte Mikrobiom, also ich erkläre vielleicht diesen Begriff nochmal, so nennt man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die mit einem Mensch in Symbiose leben. Das sind ungefähr 40, 50 Billionen Bakterien und etwa 10-mal so viele Viren, die auf unserem Organismus sozusagen einheimisch sind und dort leben. Und dieses Mikrobiom, was wir uns heranbilden im Laufe des Lebens, was eine hochindividuelle Struktur hat, bei jedem Mensch
Das ist sozusagen das Komplementär des Immunsystems. Ja? Also ein gesundes Immunsystem braucht ein gesundes Mikrobiom, ein möglichst vielfältiges und individuelles Mikrobiom. Und deshalb haben solche kleinen Kinder auch etwa 15 leichte Infekte pro Jahr. Ja, also bei Erwachsenen sind es ungefähr 1,5 Mal sind wir erkältet im Durchschnitt. So kleine Kinder, 15 Mal, die haben Ohrenweh, ständig Halsweh, Bauchweh, Rotznase, Husten. Das ist eigentlich so ein Dauerzustand der latenten Infektion, ja, 15 Mal pro Jahr. Und das brauchen sie einfach, sie brauchen diese immunologische Dauerstimulation zur Entwicklung eben ihres Immunsystems. Ich habe hier mal diese zwei Bilder ausgewählt, um etwas zu verdeutlichen. Schauen Sie, wir können Flugzeuge bauen, aber wir können keine Vögel bauen. Ja. Also diese Flugeigenschaften der Vögel, die können wir technologisch irgendwie imitieren, aber wir schaffen es eben nicht, dass wir diese Flugfähigkeit der Vögel auch nur annähernd sozusagen technisch umsetzen. Und ganz ähnlich ist es mit den Immunsystemen. Ja? Deshalb dieses Zitat von dem Mark Morris Davis, ein berühmter Immunologe, Stanford, der sagt, wir verstehen noch nicht allzu viel darüber, wie das gesamte System der Immunabwehr funktioniert. Das liegt hauptsächlich daran, dass eben dieses Immunsystem so hoch individuell ist. Ja? Genauso wie das Mikrobiom, das Immunsystem und auch die Reaktionsweise, wie wir sozusagen reagieren auf ganz bestimmte Stimuli. Da gibt es ganz viele individuelle Freiräume. Das ist ja immer so in der Natur. Ja? Je komplexer ein System aufgebaut ist, umso größer sind die Freiheitsgrade, die Spielmöglichkeiten, wie dieses System reagiert. Ja? Und so ist es eben mit dem Immunsystem auch. Und dieser untere Herr hier, Frank McFarlane Burnett, ein australischer Immunologe, der mal mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde für die Erforschung des spezifischen Immunsystems, er sagt, Immunologie erschien mir immer mehr ein philosophisches als ein praktisch-wissenschaftliches Problem zu sein. Ja? Also einfach, man nennt ja das Immunsystem auch das biologische Selbst. Ja? Also das, was sozusagen unsere Ich-Funktion im kognitiven, im Erkenntnisbereich ist, das sind die Immunsysteme mehr auf der unterbewussten Ebene. Aber sie haben eben ganz viel zu tun mit dieser Autonomie, mit dieser Identität und Authentizität, eben ganz, ganz individuell unterschiedlich. Vielleicht jetzt ein Wort zur Evolution der Immunsysteme. Man muss sich eine Tatsache immer ganz klar vor Augen halten. Wir haben jetzt vielleicht knapp 4 Milliarden Jahre Evolution des Lebens. Und von diesen 4 Milliarden Jahren waren 3,2 Milliarden Jahre nur Mikroorganismen. Ja? Also alles, was wir heute an sichtbaren Lebewesen haben, da oben von der Pflanze bis zum Mensch, das hat sich innerhalb der letzten 600 Millionen Jahre entwickelt. Und davor war eigentlich 4/5 dieser Zeit, hat sich die Natur, die Evolution nur mit den Mikroorganismen beschäftigt. Jetzt kann man fragen, warum? Warum hat sie sich so viel Zeit genommen, einfach um Bakterien und Viren zu entwickeln? Und das ist einfach diese unbegrenzte Stoffwechselweisheit oder Intelligenz, könnte man es nennen, ja, von denen hat der Mensch in der Regel eigentlich überhaupt keine Vorstellung, kein Bewusstsein, was in unserem Organismus an Stoffwechselprozessen abgeht. In jeder einzelnen Zelle laufen pro Sekunde 200.000 verschiedene Stoffwechselprozesse ab, die nach
Prinzipien organisiert sind, wo wir noch meilenweit davon entfernt sind, das zu verstehen. Ja? Also da hat sozusagen die Natur, hat die Eiweißplastizität entwickelt, ja, die Bildsamkeit, die unerschöpfliche Vielfalt, ja, die Mikroorganismen sind eigentlich diejenigen, die alles, was es auf der Erde gibt an Substanzen, in ihren Stoffwechsel integrieren können. Ja, sogar Giftsubstanzen, Schwermetalle, Arsen und so können die Bakterien eben aufnehmen und verwerten. Es gibt keinen Stoff, der nicht von Mikroorganismen sozusagen bearbeitet wird. Und dann kommt eben diese Phase der zunehmenden Spezialisierung des Eiweißes, der Individualisierung. Ja. Ganz links, da sehen Sie so eine Pflanze. Ja. Wir müssen ja heute, wenn wir Organe transplantieren, dann muss man ja die Immunsysteme massiv unterdrücken, weil es sonst zu Abstoßungsreaktionen kommt. Und je weiter sie jetzt zurückgehen in der Evolution, umso unspezifischer wird diese Abstoßungsreaktion. Also Beispiel, Sie können einen Apfelbaum, einen Zweig nehmen und auf einen Birnbaum draufpfropfen, dann stößt der Birnbaum den Apfelbaum nicht ab. Ja, der nimmt den an. Da gibt es keine Immunologie. Ja. Also wenn es technisch möglich wäre, könnte man auch zwei verschiedene Regenwürmer durchschneiden und zusammennähen, dann würden die keine Immunreaktion zeigen. Weil das spezifische Immunsystem, also das, was sich sozusagen erst ab den Fischen, möchte ich mal sagen, ab den Knorpelfischen entwickelt, das entsteht eigentlich erst mit der Zunahme dieser spezifischen Immunabwehr oder auch zum Beispiel mit dem Fieber, ja, dass es Fieber gibt in der Natur. Ja. Alle Tiere, Säugetiere, Wirbeltiere haben Fieber bis hinunter zu den Fischen. Und erst in den ganz frühen Phasen der Evolution, da sind sozusagen die Immunsysteme standardisiert, wie angeboren. Ja? Die sind also nicht lernfähig, die sind genetisch festgelegt bei einer Fliege. Ja? Eine Fliege, das ist ein Wesen, das lernt, die lernt nichts. Die fliegt Jahrzehnte gegen die Scheibe und kapiert nicht, dass es da nicht durchgeht. Diese Tiere sind nicht lernfähig. Und so ist es auch mit den Immunsystemen. Die sind nicht adaptionsfähig an neue andere Verhältnisse. Ja? Und was nun eben ganz wichtig ist als Grundaussage, ich betone diesen Gedanken immer wieder neu, ist, dass man diesen Mensch als ein Integral der Evolution betrachten muss. Ja? Da gibt es den schönen Satz von Paracelsus, die Natur besteht aus lauter Buchstaben und das Wort, das sie bezeichnen, ist der Mensch. Ja? Das muss man wirklich wörtlich nehmen, diesen Satz, ja? Dass die gesamte Natur in uns integriert ist, als Veranlagung. Ja? Wir tragen sämtliche Fähigkeiten, die in der Tierwelt sich sozusagen in jeder Form ausleben, tragen wir potenziell als Veranlagung mit uns herum. Und nur so eben versteht man auch, warum der Mensch besiedelt ist mit einem Extrakt, sage ich mal, aus dieser Urbiosphäre. Ja, diese Urbiosphäre, 3,2 Milliarden Jahre Mikroorganismen, die haben wir in uns. Ja, und das ist eben für das Verständnis ganz wichtig, dass das jetzt keine Feinde oder Parasiten sind, die uns da besiedeln, sondern das ist einfach Koevolution. Ja? Wir sind durchsetzt von Kopf bis Fuß mit Viren und Bakterien. Die leben überall auf unseren Schleimhäuten. Ja? Der Mensch hat ungefähr 200 Quadratmeter Schleimhautoberfläche in seinem Organismus, Lunge, Darm, ja, furchtbar verzweigt und große Oberfläche. Und überall sind diese Organe besiedelt mit diesen Wesen. Und die sind eben essentiell für unsere Gesundheit. Ja? Da kommen wir nachher noch drauf. Ja? Aber nur schon mal vorweg, das, was ich sozusagen an Weisheit, nochmal dieser Begriff oder Stoffwechselintelligenz über diesen langen Zeitraum entwickelt hat, das hat der Mensch in sich.
aber in einer anderen Form. Er hat es sozusagen als freie Intelligenz in sich. Aber diese Kräfte, die sozusagen diese Intelligenz ermöglichen im Mensch, die bezieht er mit aus diesen Mikroorganismen. Ne? Und das ist diese geheimnisvolle Darm-Gehirn-Beziehung, die jetzt in den letzten Jahren immer deutlicher erforscht wird und die eben ganz viele Zusammenhänge zeigt zwischen dem Darm-Mikrobiom, zwischen einem gesunden Mikrobiom und unserer Psyche, unserer Denkfähigkeit. Ja? Wir brauchen sozusagen ein vielfältiges, gesundes Mikrobiom, um gesund denken zu können. Das sind sehr komplexe Zusammenhänge, da kommen wir nachher noch drauf. Ja? Schauen Sie, normalerweise hat der Mensch hat 23.000 Gene, 23.000 bis 24.000 aktive Gene, die ihn auszeichnen als Mensch. Ja? Wenn man jetzt aber bedenkt, dass die Mikroorganismen in unserem Darm ungefähr 8 Millionen Gene ausmachen, ja? Das ist eine ganz neue Erkenntnis, und diese Gene sind in unseren ganzen Organismus integriert. Wir leben mit diesen Genen, wir brauchen diese Gene für ganz bestimmte Entwicklungsprozesse, für unsere psychische Gesundheit, für Hirnentwicklung und so weiter. Ja, also diese Vernetzung, diese tiefe, enge Vernetzung der Mikroorganismen mit unserem Körper, die wirkt sich aus bis hinein in unsere psychische Erlebnisqualitäten und Denkfähigkeiten. Also man kann das Immunsystem nicht isoliert betrachten, sondern muss es in einen Kontext stellen von, also die Art und Weise, wie wir Umwelteinflüsse verarbeiten, wie wir mit Außenwelteinflüssen umgehen, kann man jetzt einteilen in 4 Ebenen. Ja. Wir verarbeiten unsere Sinneseindrücke, unsere Wahrnehmungen, ja, diese rein kognitive Ebene. Ja. Dann gibt es eine seelische Ebene, was man heute als Resilienz bezeichnet, ja, dass wir einfach, jeder von uns erlebt Belastungen, emotionalen Stress, ja, und so weiter, Schicksalsschläge, Krisen und so weiter. Alles das müssen wir auch verarbeiten. Ja, man spricht auch von der emotionalen Intelligenz, auch ein guter Begriff, nicht nur kognitiv, sondern auch emotionale Intelligenz. Und noch etwas weiter auf einer etwas tieferen Bewusstseinsstufe, eben das Immunsystem. Da verdauen wir sozusagen, ja, also wir verdauen ja nicht nur Seelisches und Geistiges, sondern wir verdauen sozusagen auf der immunologischen Ebene diese ganze Palette von Fremdleben, die jeden Tag auf uns einströmt. Ja. Mit jedem Atemzug nehmen wir zigtausende Bakterien und Viren in uns auf. Pro Tag macht es Millionen aus. Aber das sind nicht nur diese Mikroorganismen, was wir da aufnehmen, auf die da unser Immunsystem reagiert, sondern das sind sozusagen die Atmosphären im weitesten Sinne. Ich finde das ein ganz schönes Wort. Die Atmosphäre, die bezeichnet ja nicht nur etwas Luft- und Sauerstoffartiges, sondern hat immer auch diese seelische und Stimmungskomponente in sich. Ja? Und was wir sozusagen jeden Tag einatmen, egal wo sie hinkommen, in einen Wald oder in einen Supermarkt, in ein Haus, wenn sie Gespräche führen mit Menschen, dann sind sie immer kontaminiert mit so einer mikrobiellen Aura, die in all diesen Dingen sozusagen lebt. Ja? Also was das Immunsystem ist, ist eigentlich die Fortsetzung dessen, was die Verdauung im Grobstofflichen ist. Ja? Also jenseits der Darmgrenze geht die Verdauung sozusagen noch weiter. Ja? Wir nehmen die Substanzen auf, die werden abgebaut, die kommen ins Blut, aber dann das Immunsystem ist sozusagen auf der feinstofflichen, auf der qualitativen Ebene eben ganz aktiv. Und wichtig ist jetzt eben, dass diese 4 Ebenen ganz eng zusammenhängen miteinander. Ja, die sind eng vernetzt. Die häufigste Doppeldiagnose, die es gibt in der Medizin, sind psychische Störungen in Kombination mit Verdauungsproblemen. Ja.
ich sage mal ein Beispiel, autistische Kinder zum Beispiel, ja, die haben einfach diese Entwicklungsstörung, denn ihnen fehlt sozusagen dieser ganze emotionale Zugang zur Welt. 70% dieser Kinder leiden unter Verdauungsstörungen bis hin zu schweren, toxischen Dickdarmentzündungen kann das gehen. Ja. Oder so etwas wie Reizdarmsyndrome. Ja. 20% der Menschen in den westlichen Industrieländern haben sogenannte Reizdarmsyndrome. Also unspezifische Verdauungsbeschwerden mit Blähungen, Völlegefühl, Durchfall, Verstopfung, Krämpfe. Eine Riesenpalette. Und einhergehend mit diesen Störungen sind immer auch psychische Auffälligkeiten, oft neurotisches Verhalten, zwanghaftes Verhalten und so weiter. Ja? Also man muss das sozusagen in einem Kontext sehen, dass es immer das Wie in der Bearbeitung dieser Umwelteinflüsse ist, wo sich unsere Individualität eben ausspricht. Deshalb sind die alle Ebenen so hoch individuell. Ja? Nicht nur das Mikrobiom, das Immunsystem, auch unsere kognitiven, unsere Gehirnzellen zum Beispiel. Ja? Das weiß man heute aus ganz neuen neurobiologischen Untersuchungen. Jede Gehirnzelle ist hoch individuell in ihrer Genexpression, in ihrem Verhalten. Ja? Da gibt es also keine Standards. Deshalb auch dieses Zitat von Steiner. Wir müssen in unsere Gesinnung aufnehmen, dass der Mensch ein individuelles Wesen ist, dass jeder Mensch anders beschaffen ist als der andere und dass das, was für den einen heilsam ist, kann für den anderen schädlich und krankmachend sein, ganz abhängig von seiner individuellen Beschaffenheit. Ja. Wir beginnen das immer mehr zu entdecken und es hat auch Implikationen für eine künftige, man redet immer von der personalisierten Medizin, sprich wir wollen eigentlich eine individuellere Medizin, aber das bleibt sozusagen ein bisschen im Bereich der Sprechblasen. Ja. Die Organismen sind viel, viel individueller, als wir das wahrhaben wollen und jede Form von Standardtherapie, wie es ja in unserer modernen industrialisierten Medizin eigentlich so üblich ist, dass man Standardtherapieschemata entwickelt für jede Krankheit. Das zielt also sehr oft an der Realität einfach vorbei. Ja. Dieses Bild zeigt, wie solche T-Zellen, also die sind die Zellen der spezifischen Immunabwehr, wie diese eine Krebszelle da in der Mitte, diese gelbe Krebszelle hier auflösen. Und jetzt wissen wir in letzter Zeit immer mehr, dass eigentlich jeder Mensch ständig Krebs hat. Ich drücke das jetzt mal drastisch aus. Ja. Ich nenne da immer ein schönes Beispiel. Man hatte mal 200 Frauen obduziert, die sind bei Unfällen ums Leben gekommen, also durch Autounfälle. Und bei diesen Obduktionen hat man festgestellt, dass 39% dieser Frauen hatten kleine Karzinomherde in der Brust. Ja? Normalerweise beträgt die Krebsrate in dem Alter, also diese Frauen waren zwischen 40 und 55 Jahre alt und in dieser Altersgruppe haben wir normalerweise eine Karzinominzidenz von 1%, also 1% der Frauen erkrankt ungefähr in dem Alter an Brustkrebs. Ja? 39% dieser Frauen fanden wir bei genauer Obduktion und Untersuchung solche kleinen Herde und ähnliche Erscheinungen kennen wir auch von der Prostata. Ja? Wenn man alte Männer, die verstorben sind, obduziert, dann haben 80% dieser Männer haben Prostatakarzinome, die völlig asymptomatisch sind. Ja, also da unser Begriff dieser Krebserkrankung relativiert sich da etwas. Ja, man muss es sehen eigentlich als ein ständiges Gleichgewicht. Ja, es entstehen ständig diese Krebszellen in uns. Ständig sind wir kontaminiert mit vielen Viren und Bakterien, die eigentlich nicht da reingehören. Und aber das
Gegengewicht, das immunologische Gegengewicht stößt sich sozusagen daran, ja, wir brauchen diese Nicht-Selbst-Elemente in unserem Organismus, ja, damit sich das Selbst, das biologische Selbst, das Immunsystem daran erkennen kann. Ja. Es braucht ständig diesen Stimulus, ja, das Nicht-Ich, damit sich das Ich daran erlebt, indem es jetzt immunologisch sozusagen diese Dinge nicht zerstört oder bewältigt, sondern individualisiert. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja? Das ist also ein ganz wichtiges Faktum, so als Verständnisgrundlage. Der Aaron Antonovsky, das war ja der Begründer des Salutogenese-Konzepts, und er verglich die Gesundheit des Menschen immer, indem er sagte, der Mensch ist eigentlich wie ein Schwimmer. Er schwimmt eigentlich ständig gegen den Strom. Und wenn seine Tätigkeit, seine aktive Tätigkeit nachlässt, dann wird er sozusagen abgetrieben. Und genau so muss man sich die Gesundheit vorstellen. Gesundheit ist kein Zustand, sondern ein permanenter Prozess. Ja? Eine permanente Tätigkeit, die wir vollbringen, in zum Beispiel jetzt in Elimination von solchen Mikroorganismen und Krebszellen, damit wir gesund bleiben. Also alles, was sich entwickelt, braucht immer einen Stimulus. Ja? Naturgesetz. Und jetzt noch etwas ganz mir persönlich sehr Wichtiges. Diese Aussage von Steiner, ich lese die mal schön vor. Wenn ich nämlich das machen würde, dass ich einem Menschen, ohne dass ich ihn dabei töten würde, alle weißen Blutkörperchen, also Immunzellen, wegnehmen könnte und die nun so hübsch, nachdem ich ihm zuerst das Gehirn herausgenommen habe, in die Schädeldecke hineintun könnte, dann hätte ich aus seinen weißen Blutkörperchen ein Gehirn gemacht. Eine Aussage, die ist eigentlich nie so richtig thematisiert worden, aber sie ist unglaublich wegweisend. Also das, was wir seit 20, 30 Jahren als psychoneuroimmunologische Forschung haben, also diese Forschung, die beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Psyche, von Nervensystem, Gehirn und Immunsystem, diese Wechselwirkung, dieses Ineinandergreifen, das nimmt Steiner eigentlich hier schon vorweg. Ne? Also was der kleine Junge hier eigentlich macht, kann man sagen, er denkt eigentlich mit dem Immunsystem. Ja? Sie können das Immunsystem eigentlich als Vorläufer des Nervensystems betrachten, evolutionsbiologisch. Ja? Also alles, was heute Nervensystem ist, war früher mal mehr immunartig. Ich muss Ihnen jetzt einen kleinen Ausflug in die Neurobiologie, weil diese Aussage, die ist einfach so wichtig und die hat auch viele medizinische Implikationen. Und da ist es wichtig, dass man diesen Zusammenhang einfach versteht, dass man das Gehirn als Immunorgan betrachtet. Ja? Da verliert nämlich dann auch dieses Gehirn diesen mythologischen Aspekt, dieser Gehirnmythos löst sich da etwas auf. Wenn man dieses Bild rechts oben anguckt, also etwa 80% unserer Gehirnzellen sind ja gar keine Nervenzellen, sondern das sind Gliazellen. Ja? Früher meinte man, ja, das ist irgendwie Stützgewebe vom Gehirn. Nein, Gliazellen sind eigentlich weiterentwickelte Immunzellen. Ja? Also so wie Steiner das ausgedrückt hat, das kann man sozusagen bis in die Details kann man das nachweisen. Da gibt es zum einen dieses, was ich oben als Mikroglia angeschrieben habe. Das sind so kleine, muss man sich vorstellen, wie so kleine Oktopusse, die laufen in dem Gehirn rum. Und immer wenn irgendwo etwas ist, eine Blutung oder Hirninfarkt oder so, irgendeine Nekrose oder Bakterien, dann fressen die dieses Gehirngewebe ab. Zumindest war das früher die Annahme, dass das die Hauptaufgabe dieser Mikrogliazellen sei. Aber jetzt mittlerweile wissen wir, dass diese sogenannte Mikroglia, diese Immunzellen, ganz wesentlich
an der sogenannten Gehirnplastizität des Menschen beteiligt sind. Ja? Also die Gehirnplastizität, das ist ja das, was das menschliche Gehirn eigentlich auszeichnet, eine unglaubliche Flexibilität und Variabilität und Lebendigkeit in dieser ganzen Gehirnstruktur. Und diese Mikrogliazellen, die sind eigentlich dafür da, dass wir zum Beispiel vergessen können. Ja, die legen ihre Händchen so auf eine Synapse, ja, und schläfern diese Synapse ein. Ja. Das ist eigentlich das, der biologische Hintergrund dessen, was man vergessen nennt, dass ich etwas einfach wieder vergessen kann. Ja. Die Astrozyten, es gibt also diese drei verschiedenen Gliazellen im Gehirn, diese Astrozyten, die muss man sich vorstellen wie eine Art Wächter. Ja. Sie haben hier, das ist ein Blutgefäß und hier ist ein Nerv und da dazwischen sitzt diese Zelle wie ein Wächter. Normalerweise haben Sie im normalen Gewebe, jetzt in einer Leber oder so, da ist keine Trennung zwischen, da ist das Blutgefäß und dann sind da die Parenchyme, also die Gewebezellen und aus dem Blut diffundiert dann die Nahrung und alles hin und her, ein reger Austausch. Das darf im Hirn nicht sein. Weil wenn dieser Austausch im Gehirn so wäre wie in anderen Organen, dann können wir nicht frei denken. Wir werden sozusagen ständig überwältigt von einer Flut, wie im Drogenrausch. Ja, wir werden überwältigt von all diesen Qualitäten, die im Blut sozusagen unserem Hirn zuströmen. Also hochselektiv, das nennt man die Blut-Hirn-Schranke. Ja. Es gibt einen biologischen Farbstoff, Methylenblau, den spritzen Sie, können Sie einem Menschen in die Ader spritzen, dann färbt sich der ganze Organismus blau an, mit einer Ausnahme, das Gehirn. Ja? Also dieses Gehirn muss man verstehen als ein ganz hermetisch abgeschirmtes, eine isolierte Binnensphäre, ja, damit wir als Menschen frei und unabhängig denken können. Ja? Das ist die Immunphysiologie des Gehirns. Ja? Da wird sozusagen diese Immuntätigkeit gesteigert. Ja? Die dritte Zelle, das sind diese Oligodendrozyten. Und die machen Folgendes. Das ist ähnlich wie so eine Fresszelle. Das habe ich hier oben gezeigt, diese Phagozytose. Das sind diese Fresszellen, die Viren und Fremdstoffe aufnehmen und verbauen. So etwas Ähnliches macht dieser Oligodendrozyt auch. Aber er eliminiert jetzt nicht diese Nervenzelle, die er sich da krapscht, sondern er umwickelt die mit einer Substanz, die nennt man Myelin. Und Myelin muss man sich vorstellen wie ein Wachspapier, eine tote, inerte, also nicht stoffwechselaktive Substanz. Also diese Zellen wickeln sozusagen wie eine Todeszone um diese Nerven herum, damit Autonomie, Selbstständigkeit in der Bewegung, im Denken, in allem, was wir tun, möglich wird. Ja? Also ganz wichtig, dass man diese Gehirnfunktion wirklich versteht als eine gesteigerte Immuntätigkeit. Ja? Und das Wichtige für das Verständnis ist jetzt das, dass diese ganze Entwicklung, die Funktion und auch die Pathologie, die kranken Funktionen dieser Gliazellen mikrobiomabhängig sind. Ja? Wahnsinn, wir haben diese ganzen neurodegenerativen Erkrankungen. Ja? Parkinson, Alzheimer, es gibt viele Formen von seniler Demenz, ALS und wie diese Krankheiten alle heißen. Das sind alles Krankheiten, wo sozusagen das Immunsystem beginnt, das Hirn zu zerstören, Hirnstrukturen zu zerstören. Vor allem auch hier das Myelin zum Beispiel bei der MS-Erkrankung, ja, Multiple Sklerose. Da kommen dann irgendwelche Zellen, diese Gliazellen, und fressen dieses Myelin da weg. Und warum tun die das? Weil sie eben fehlgeprägt sind. Ja? Dieses Immunsystem erkennt nicht mehr den Unterschied zwischen Selbst und Nicht-Selbst und beginnt, den eigenen Organismus zu attackieren. Also um es mit einem Satz zu sagen, das, was wir im Alter dann erleben, als diese ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, die ja heute so zunehmen, das hat im Grunde seinen Ursprung, seine Ursache im Darm und nicht im Gehirn. Ja?
Also wenn Sie zum Beispiel, man kann Mäuse, wenn Sie Mäuse keimfrei, steril aufziehen, dann entwickeln die keine richtige Glia im Gehirn. Ja? Dann gehen die ganzen Gehirnfunktionen, sind schwach oder schlecht entwickelt oder gar nicht entwickelt und bis hin zu schlechtem Sozialverhalten und alles Mögliche wirkt sich sozusagen diese Fehlentwicklung der Glia auf unser Nervensystem aus. Ja? Also das nur jetzt mal als Verständnishintergrund, wie komplex heute diese Zusammenhänge eigentlich betrachtet werden. Und es ist eben die Mikrobiomforschung, die uns jetzt ganz neue Sichtweisen sozusagen erschließt, ja, dass wir es eben in der Medizin mit einer komplexen Systemwissenschaft zu tun haben. Ja, dass Dinge, wo wir früher dachten, jetzt wie Parkinson, ja, das sind irgendwelche Hirnzellen, die da degenerieren. Nein, es hängt sozusagen zusammen. Parkinson-Krankheit fängt im Darm an und wirkt erst später, sozusagen die späteren Spuren sind dann im Gehirn. Ja? Das ist Thomas Bosch, den zitiere ich immer gern. Das ist einer renommierten Mikrobiomforscher in Deutschland, in Kiel. Und er hat jetzt in der Apothekerzeitung einen Artikel veröffentlicht vor einem Jahr, wo er einfach darauf hinweist, wie wichtig es ist, dass wir sozusagen unsere mikrobielle Vielfalt, die Vielfalt der Viren und Bakterien eben erhalten in der Natur. Das hat viel mit Naturbeziehung zu tun. Es gibt eben diese sensiblen Phasen in der Mikrobiomentwicklung und die gehen so bis zum dritten Lebensjahr. Ja, dann ist dieses individuelle Mikrobiom ist einigermaßen geprägt, einigermaßen stabil und individuell eben, hochindividuell. Ja. Und jetzt sagt Thomas Bosch, unsere Entstehungsgeschichte ist eng an die ständige Anwesenheit von Mikroben gekoppelt. Also evolutionsbiologisch, ja. Wir brauchen diese Mikroorganismen dringend, um uns überhaupt gesund zu entwickeln. Offenbar sind daher entwicklungsbiologische Prozesse wie die Differenzierung bestimmter Immunzellen auf die ständigen Signale oder ständige Präsenz von Signalen eingerichtet, die von den Mikroben bereitgestellt werden. Fehlen diese Signale, laufen die entsprechenden Entwicklungsschritte unvollständig oder auch falsch ab und es entsteht dann ein Immunsystem, das unvollständig zusammengesetzt, falsch reguliert und potenziell krankmachend ist. Ja? Also was in diesen ersten drei Lebensjahren durch ein gesundes Mikrobiom an Prägung stattfindet, das wirkt sich sozusagen auf die ganze Lebensspanne. Diese Prägung, das ist wie psychisch, emotional, wenn Sie Kinder traumatisieren, diese Wirkungen, die haben Sie das ganze Leben lang. Und da ist es genauso, ja, dass dieses Imprinting, wie man das nennt in der Fachsprache, ja, dass das eben pathologisch ablaufen kann und dann haben Sie eine Fehlprägung des Mikrobioms und damit auch des Immunsystems mit zeitlebenslanger Konsequenz. Also unsere mikrobiellen Mitbewohner sind daher ein ganz wesentlicher Faktor bei der Entwicklung eines funktionsfähigen und effizienten Immunsystems. Jetzt kommt noch ein Schlenker auf die Corona-Maßnahmen, durch Hygienemaßnahmen, Antibiotika und unseren Lifestyle verringert sich die mikrobielle Vielfalt in den letzten Jahrzehnten immer rascher. Die Hygienemaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie verstärken diesen jahrzehntelangen Prozess massiv. Massiv. Ja? Und die ersten Spuren, die ersten Auswirkungen, die erleben wir jetzt, dass wir sozusagen durch diese übertriebenen Hygienemaßnahmen, ja, haben wir sozusagen die gesunde Entwicklung des Immunsystems über das Mikrobiom eingeschläfert. Ja? Wir haben seit 50 Jahren schon eine zunehmende Reduktion der Keimvielfalt, mit der der Mensch kontaminiert ist oder konfrontiert ist. Und jetzt nimmt es sozusagen massiv zu. Und jetzt erleben wir eben, dass jetzt ganz ungewöhnliche Infekte plötzlich in Erscheinung treten. Ja? Das bekannteste ist dieses Respiratory Syncytial Virus, RS-Virus. Das ist ein, hauptsächlich bei Kleinkindern kommt dieses Virus und macht
ernsthafte, also viel gefährlicher als Coronaviren, macht ernsthafte Infekte in der Lunge. Und die Kinder müssen meistens stationär behandelt werden. Und wir haben in manchen Kliniken 4- bis 6-fach erhöhte Anstiege jetzt dieser Erkrankungen. Das Gleiche gilt für die Noroviren, also für Darminfekte oder Rotaviren. Das sind auch ganz häufige Viren, die bei Durchfallerkrankungen von Kleinkindern beteiligt sind. Da haben wir 4-, 5-, 6-fach höhere Inzidenzen als sonst. Ja. Ganz nebenbei noch bemerkt, die Übersterblichkeit in Deutschland liegt jetzt im Oktober bei 19%. Ja, das ist also, ich wundere mich, warum das nicht diskutiert wird in den Medien, ja, weil das ist alarmierend. Wir haben schon das ganze Jahr diese Übersterblichkeit und die spitzt sich jetzt sozusagen immer mehr zu. Das muss diskutiert werden. Ja. Das kann man nicht unter den Teppich kehren. Ja. In der Zeitung war dann zu lesen, als Grund für diesen Anstieg, Stuttgarter Zeitung, stand da, diese Kinder waren nach jüngster Auskunft des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 2 Jahren in ihrer Umgebung pandemiebedingt stärker geschützt, wobei ich hinter dieses Wort ein Fragezeichen mache und würde lieber sagen isoliert. Sie konnten daher nicht die normale und wichtige Entwicklung ihrer Immunabwehr durchlaufen. Es wurde schon in den Ende der 80er Jahre, wurde das erste Mal diese sogenannte Hygienehypothese formuliert von einem englischen Epidemiologen namens Strachan. Und er hat einfach gezeigt, dass wir seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, also in den letzten 70 Jahren, haben wir eigentlich einen kontinuierlichen Rückgang von Infektionserkrankungen, Kinderkrankheiten und so weiter. Ist natürlich klar. Warum? Und gleichzeitig steigt sozusagen die Zahl der sogenannten atopischen Erkrankungen. Also das sind die Allergien, die Autoimmunerkrankungen. Ja, vor allem Typ 1 Diabetes bei kleinen Kindern, also dieser kindliche Diabetes, das ist eine der steilst ansteigenden Krankheiten. Ja, wir haben Zuwächse jedes Jahr von 4-6% etwa, wo sich das Phänomen einfach vermehrt. Und es wird langsam alarmierend, wie diese Erkrankungen des Immunsystems, was die eigentlich alles sind, eben zunehmen. Ja? Dazu kommen natürlich auch die psychischen Erkrankungen. Ja? Asthma, auf das kommen wir nachher noch zu sprechen, ja? Haben wir eigentlich seit den Nachkriegsjahren haben wir eine stetige Zunahme dieser Erkrankungen. Und gleichzeitig, das ist das, was Thomas Bosch hier erwähnt hat in seinem Zitat, eine kontinuierliche Abnahme der Mikrobiomdiversität bei den Menschen. Ja? Also das ist der Gesundheitsindikator wie in der Natur. Ja? Viel Artenvielfalt ist eigentlich der Anzeiger für gesunde Ökosysteme. Und dasselbe gilt im Grunde für unseren Darm, für unsere mikroökologische Besiedlung, ja, das muss man sich vorstellen, wie Mikroökosysteme, und die spiegeln sich quasi, die gehen parallel in ihrer Entwicklung, in ihrer Pathologie. Ja, wir haben die Diversität schon in der äußeren Natur und auch bei den Mikrobiomen. Und das eigentlich das sind natürlich viele Faktoren, die da zusammenkommen. Das sind Pestizide, das sind Impfungen, vor allem auch die Antibiotika, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, die an diesem Prozess sozusagen beteiligt sind. Ja. Man muss sich ja vorstellen, dass das, was wir eigentlich in den letzten 100 Jahren erlebt haben, rein sozial eigentlich einer der gravierendsten Veränderungen war, die eigentlich die Menschheitsgeschichte kennt. Ja. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren 80% der Menschen waren noch an der freien Luft aktiv. Die haben gearbeitet in Landwirtschaft, Forstwirtschaft, draußen und so weiter. Und heute sitzen eben 80% der Menschen in Büros mit Kunstlicht und Computer und Klimaanlage. Ja, ganze Ernährung, ganze
die Kunststoffe, die uns alle, mit denen wir uns sozusagen auseinandersetzen müssen, ja, das sind dann nicht nur Farbstoffe und Plastik und Geschmacksverstärker und so weiter, auch die ganze virtuelle Welten, das sind alles irritierende Faktoren. Wenn man sich jetzt mal die Jahrmillionenentwicklung der Immunologie betrachtet, wir sind plötzlich mit Einflüssen konfrontiert, die noch nie da waren. Ja? Und unsere Immunsysteme, die können sozusagen diese Geschwindigkeit der Entwicklung und diese Konfrontation eben mit vielen neuartigen Dingen, ja, eben nicht verkraften. Diese vielen Täuschungsmanöver. Ich sage immer, die parfümierte Welt. Ja, das ist einfach, wir sind viel zu viel der Natur entrückt. Diese Naturferne, die lebt sich jetzt eben jetzt aus in den immunologischen Konsequenzen. Und das sieht man hier in diesen Verläufen. Ja. Man kann das ganz einfach zusammenfassen, was wir haben an modernen Krankheiten, könnte man als Krise der Immunsysteme bezeichnen. Ja? Wir haben entweder zu schwache Immunfunktionen, das sind alle Infekte, das ist Krebs, das ist AIDS, wo einfach die Immunfunktionen erlahmen, oder sie sind viel zu stark, ja? Sie sind überschießend, inadäquat, ja? Dass die Immunsysteme jetzt auf jede Polle, die da kommt, plötzlich heftigste Reaktionen bilden. Ja? Also alles, was mit Allergie, was mit Asthma, auch mit Neurodermitis. Neurodermitis ist so eine Mischung aus Allergie und Autoimmunerkrankung. Und die dritte Krankheitskategorie, das sind eben die Autoimmunerkrankungen. Ne? Also warum beginnen die Immunsysteme, den eigenen Organismus zu attackieren? Ja? Also, man spricht vom biologischen Selbst und das Problem könnte man nennen, es ist ein Problem der Selbsterkenntnis auf der biologischen Ebene. Ja? Das sind Identitätskrisen, die wir heute haben. Ja? Und diese Autoimmunerkrankungen, gibt es ungefähr 80 verschiedene heute schon, ja? Die steigen seit 60 Jahren kontinuierlich an. Also Rheuma, Multiple Sklerose, Morbus Crohn, Typ 1 Diabetes, kreisrunder Haarausfall. Da gibt es also 80 verschiedene Erkrankungen. Und es ist mittlerweile so, dass in den USA, da habe ich jetzt diese verlässlichen Daten, haben 16% der Menschen haben Antikörper gegen die eigenen Gene. Ja, das nennt man also die antinuklearen Antikörper. Das heißt, das Immunsystem greift sein eigenes Genom an. Ja, das ist eine Selbsterkenntniskrise auf der biologischen Ebene, mit was man es da zu tun hat. Ja. In Deutschland sind die Zahlen nicht ganz so hoch, aber auf jeden Fall dennoch alarmierend, weil sie eben ständig ansteigend sind. Und dazu gehören auch die psychischen Identitätskrisen. Ja. Auch hier beobachten wir ja seit vielen Jahren eigentlich, dass die Menschen sozusagen mit den modernen Lebensverhältnissen nicht mehr so richtig zurechtkommen. Ja, also vor allem auch in den Großstädten. Ich habe da mal einen Viktor Frankl zitiert. Der hat eins der meistgelesenen Bücher der Welt publiziert, The Man's Search of Meaning, die Suche des Menschen nach Sinn. Ja, dieses Buch wurde in den USA 28 Millionen Mal verkauft, hatte also gute Akzeptanz. Und er schreibt da, im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte, was er muss. Und den Menschen von heute sagen keine Traditionen mehr, was er soll. Und oft scheint er nicht mehr zu wissen, was er eigentlich will. Nur umso mehr ist er darauf aus, entweder nur das zu wollen, was die anderen tun, oder nur das zu tun, was die anderen wollen. Im ersten Fall haben wir es mit Konformismus, im letzteren Fall mit Totalitarismus zu tun. Ja. Laurie Santos, berühmte Psychologieprofessorin in Yale, die hat die bestbesuchte Vorlesung in ganz Amerika, Wege aus der Angst,
Ja, und sie sagt einfach, diese Mental Health Krise, also die mentale Gesundheitskrise, ist beängstigend. Unter den Studenten haben 60% Angststörungen, 40% sind depressiv und 52% leiden an Gefühlen der Hoffnungs- und Sinnlosigkeit. Man sieht eben, wie alle diese Dinge zusammenhängen. Ja? Also die geistig-seelische Identität und Autonomie eben auch mit der biologischen. Ja? Der Frank Peretti, ein englischer Soziologe, hat ein Buch geschrieben, Culture of Fear, also Kultur der Angst, wo er eben schreibt, dass es eine Inflation der Gefahren gibt in der westlichen, in der industrialisierten Welt, ja, vor allem angetrieben durch die Massenmedien und durch die Gesundheitsindustrie. Ja, seit wir das Gesundheitswesen zu einem Markt erklärt haben, wird natürlich die Angst als Geschäftsmotor immer hemmungsloser eingesetzt. Ja. Schaut mal auf die Naturvölker mal zurück. Wir wussten immer schon, dass die ganz andere Krankheitsprofile haben, dass die ganz andere Mikrobiome besitzen, diese Naturvölker. Und es gelang einmal bei diesen Yanomami-Indianern, die im Amazonas-Regenwald leben, einer ganz wenigen noch weitgehend von der Zivilisation isolierten Menschen, die konnte mal überreden und hat mal die Mikrobiome in ihrem Darm gemessen und fand da bis zu 10-fach höhere Artenvielfalt, also Diversität, ja, in diesen Därmen dieser Menschen. Das sind die Zimane, die haben ähnliche Lebensbedingungen, auch ein Regenwald-Naturvolk in Bolivien. Und von diesen wissen wir, da gibt es nämlich detaillierte Untersuchungen, von denen wissen wir, das sind sozusagen die gefäßgesündesten Menschen auf der ganzen Welt. Ja? Also die Arteriosklerose ist eigentlich in der westlichen Zivilisation unser Hauptproblem, das ist die Haupttodesursache, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Durchblutungsstörungen und so weiter. Und da sind die mit Abstand die gesündesten Menschen. Es gibt keine sicheren Daten, aber soweit wir bis jetzt wissen, gibt es Allergien bei diesen Menschen nicht. Es gibt auch keine Autoimmunerkrankungen, ließ sich einfach nicht eruieren. Und auch Krebs, ja. Bei uns stirbt mittlerweile jeder fünfte Mensch in Deutschland stirbt an Krebs oder in den westlichen Industrieländern. Es gab eine Untersuchung, die man gemacht hat mit Indianern Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man 115.000 Indianer über 20 Jahre beobachtet und hat gefunden, dass in diesem Zeitraum gab es 29 Krebsfälle bei 115.000 Menschen. Ja. Wenn man das in New York gemacht hätte, dann wären es 15.000 gewesen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja. Also das heißt es nicht, dass wir sozusagen in diese Lebensformen zurück müssten, sondern das bedeutet eigentlich, dass wir unsere Beziehung zur Natur einfach neu überdenken müssen. Ja? Weil sonst holt uns diese Dramatik, also diese Krise der Immunsysteme, die holt uns irgendwann ein. Ja? Jetzt nochmal ganz kurz will ich das nur erwähnen. Was machen die Mikroorganismen in unserem Darm? Die letzten 20 Jahre der Mikrobiomforschung, über 20.000 Studien gibt es da. Und wie gesagt, wir stellen fest, wie unglaublich vernetzt unsere ganze Physiologie, unsere ganze Körperfunktionen sind mit diesen Kleinstlebewesen. Ja. Also es ist nicht nur so, dass die viele Dinge, die wir mit der Nahrung aufnehmen, die werden erst resorbierbar, verwertbar als Nahrung dadurch, dass die Mikroorganismen das verdauen. Ja, die bringen sozusagen die Nährstoffe in eine Form, die wir überhaupt aufnehmen können. Wir müssen mal denken, 30% aller Metabolite, also Stoffwechselprodukte, die in unserem Blut zirkulieren, stammen von Bakterien. Ja?
Da sind psychoaktive Substanzen dabei, wichtige Neurotransmitter, Signalstoffe für die Hirnentwicklung. Ja. Und das hatte ich erwähnt, ja, dass diese Mikroben, das sind hauptsächlich diese kurzkettigen Fettsäuren. Ja. Die Bakterien machen aus den Ballaststoffen, deshalb sind die so wichtig für die Ernährung. Ja, Rohkost, Vollkornbrot, Gemüse, Salat, diese Ballaststoffe, die werden von den Bakterien zu sogenannten kurzkettigen Fettsäuren umgebaut. Und das ist eine der wichtigsten Essenzen als Produkte dieses Mikrobioms für unsere gesunde Entwicklung. Ja, die stützen unsere Immunfunktion, die helfen für eine gesunde Entwicklung, die sind antiinflammatorisch, also entzündungshemmend und vieles, vieles mehr. Entgiftung, Abbau von krebserzeugenden Substanzen. Es gibt revolutionäre Untersuchungen zum Arzneimittelverstoffwechselung durch Bakterien. Das kann ich jetzt gar nicht erzählen, das wird viel zu weit führen. Aber wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, dass vieles, was wir vermeintlich einem Wirkstoff zuführen, darauf beruht, dass dieser Wirkstoff das Mikrobiom verändert und dadurch, also zum Beispiel bei Psychopharmaka, ja, die wirken nicht als Substanz, sondern vornehmlich dadurch, dass sie das Mikrobiom so verändern, dass sich unsere Psyche dadurch verbessert. Ja. Und sie sind wichtig für den Infektionsschutz. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also es gilt diese Grundregel: je vielfältiger diese Mikrobiombesiedlung ist und je individueller, umso besser ist der Schutz vor Infektionen. Ja? Da ist vor einem Jahr eine Studie erschienen in Seattle, die haben gezeigt, dass sie eben, da wurden 9000 Menschen vom jüngeren bis ins spätere Erwachsenenalter wurden sozusagen beobachtet, Langzeitbeobachtung über 20 Jahre. Und man fand, dass eben mit zunehmendem Alter diese Mikrobiome immer einzigartiger, immer individueller wurden. Und dann steht hier der Satz: im höheren Alter zeigen gesunde Individuen eine anhaltende mikrobielle Drift in Richtung eines einzigartigen Kompositionszustands, während diese Drift bei weniger gesunden Individuen fehlt. Schauen Sie, Gesundheit, wir tun heute so, wie wenn man das standardisieren könnte. Ja? Das ist weit gefehlt. Ja. Also wie dieses Zitat von Steiner da über die Individualität und was für den einen eben krankmachend ist, das kann für den anderen sehr gesund sein. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Ja? Standardtherapien sind eigentlich, es geht nicht mehr. Ja. Man muss sich das so vorstellen, ja, dass an unseren Körperoberflächen, egal jetzt ob Lunge, Darm, Schleimhaut oder Haut, da findet ein ständiger Prozess statt, dass wir eigentlich ständig mit irgendwelchen Stressoren konfrontiert sind. Das können chemische Dinge sein oder Hitze, Kälte, Lärm, Stress, Viren, Bakterien und so weiter. Und das ist sozusagen die Wirkung von außen und jetzt kommt die Wirkung von innen. Der Organismus, ja, der wirkt sozusagen auf dieses Mikrobiom und individualisiert diese Mikroorganismen ständig. Ja. Die machen ganz spezifische, eigene, hochindividuelle Evolutionsprozesse durch auf unserer Haut, in unserem Körper. Ja. Das sind eigene Evolutionslinien. Ja. Also wir individualisieren sozusagen dieses Mikrobiom ständig und das ist der beste Schutz überhaupt vor Infektionen. Ja? Das zeige ich jetzt mal in zwei Beispielen. Schauen Sie, das hat man mal gemacht mit Mäuse. Man hat diese Mäuse, wollte mal gucken, wie viel Salmonellenkeime muss ich einer Maus zuführen, dass die krank wird. Und da spricht man dann von der Infektionsdosis. Das heißt, wie viele Keime brauche ich, damit 50% dieser Mäuse krank werden?
Und da war das bei gesunden Mäusen, lag diese Infektionsdosis bei 100.000 Keimen. Gibt man dieser Maus im Zeitraum von 4 Wochen vorher ein Antibiotikum, dann reichen 3 Salmonellenkeime aus, um 50% der Mäuse krank zu machen. Ja? Also das heißt, wenn Sie normalerweise heute ein Antibiotikum einnehmen, das sind ja oft bei so Infekte oder so, sind es häufig Breitbandantibiotika, also die mit breitem Wirkungsspektrum. Und dann ist es im Schnitt so, dass Sie 50-70% Ihrer Darmbakterien eigentlich zerstören dabei als Kollateralschaden. Ja, und das hat natürlich dann die Konsequenz, dass diese Schutzbarriere, ja, das ist, nennt man die Kolonisationsresistenz. Also da, wo etwas Eigenes lebt auf uns, da kann nichts Fremdes hin. So könnte man das deuten, ja, dass die individuelle Sphäre, also diese individuelle mikrobielle Aura sozusagen eigentlich der beste Schutzfaktor vor solchen Parasiten ist, ja. Das hat auch eine andere Untersuchung gezeigt. Hier gibt in den Südkontinente gibt's den weichen Schanker, das ist eine sehr häufige Geschlechtserkrankung. Die ist aber relativ harmlos, die kann man auch gut behandeln. Und deshalb hat man da einen Versuch gemacht mal und hat freiwillige Studenten gebeten, ob sie sich bereit erklären. Und dann hat man ihnen erst die Mikrobiome erfasst auf ihrer Haut und dann hat man ihnen dieses Bakterium hat man in die Haut gespritzt. Und das Ergebnis war das, dass nur diejenigen erkrankt sind, die sozusagen wenig individualisierte Mikrobiome hatten. Ja? Also ein gewisses Konformität, ja, hier die Autoren beschreiben das, dass nur dort eine Krankheitssymptomatik auftrat bei Menschen, die ähnliche Mikrobiombesiedlungen zeigten, aber Probanden mit unterschiedlicher, mehr individueller Keimflora blieben dagegen symptomlos. Ja? Also ob sich ein Pathogen, ein Parasit oder ein Krankheitserreger niederlässt, hängt nicht von der Exposition ab, ja. Wir nehmen ständig Millionen Krankheitserreger auf, sondern eben von der Ökologie dieses Schleimhautmilieus, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, ja, weil wir heute ja einfach so immer hören, dass wenn der Keim kommt und der macht da alle krank, ist, nee, das, die Krankheit, ob ein Keim zu einer Krankheit führt, das entscheidet nicht der Keim, sondern das entscheidet der Organismus, ja. Das ist also, und das gilt auch übrigens für die Covid-19-Erkrankung. Ja, das ist genauso. Auch da gibt es Analysen, dass Menschen, die an dieser Krankheit schwer erkranken, alle vorgeschädigte Schleimhautmikrobiome hatten, also mit reduzierter Vielfalt. Ja. Dieser Mann heißt Martin Blaser, ist einer der bekanntesten oder einer bekannter Mikrobiomforscher Uni New York, und er hat dieses Buch mit diesem provokanten Titel geschrieben, Antibiotika Overkill, wo er einfach mal untersucht hat. Ja, also man soll das bitte nicht das falsch verstehen, das ist jetzt keine Generalabrechnung mit Antibiotika. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo man diese Dinge braucht, diese Substanzen, die sind, können sehr hilfreich sein, aber die heutige Art der Massenanwendung, ja, und unkritischen Vergabe, schon allein wenn man sieht, wie viele Patienten mit einer banalen Grippe jetzt Antibiotika verschrieben bekommen, das ist eben das, was das Problem eben jetzt, was uns jetzt einholt, ja. Hier nur mal ein paar Zahlen, ja. Die, wie gesagt, am schlimmsten ist es, wenn Sie Kleinkinder Antibiotika geben, in die ersten 3 Lebensjahre, wo diese Prägung des Mikrobioms stattfindet. Ja? Wenn Sie da rein fuhrwerken, ich sage es etwas grob, ja, dann führt es dazu, dass diese Mikrobiome fehlgeprägt werden und damit auch die Immunsysteme eigentlich sich nicht richtig entwickeln können. Ja? Das sind Zahlen von USA, aber die gibt's eben auf, die sind in der ganzen westlichen Welt, sind die ganz ähnlich. Ja, in der ersten 2 Lebensjahre im Durchschnitt 3 Antibiotikatherapien und bis zum 40. Lebensjahr sind es 30 Behandlungen im Durchschnitt. Ja.
Und die Folgen sind, was in diesem Buch beschrieben wird, zum Beispiel, wir fragen uns immer, warum gibt es in Amerika, in den USA so viel Dicke, vor allem Kinder und Jugendliche, unglaublich, die Adipositas hat da wahnsinnig zugenommen. Mit ein Grund sind diese häufigen Antibiotikagaben, weil da verändert sich das Mikrobiom so, dass eben die, da werden Keime rausselektioniert, die hohe Futterverwerter sind. Also die sozusagen das Maximum an Kalorien aus der Nahrung herausziehen. Deshalb werden die ja auch in der Massentierhaltung so gern verwendet. Ja? Über das Doppelte an Antibiotika, was wir in der Humanmedizin verwenden, über das Doppelte wird in der Massentierhaltung verwendet. Nicht zuletzt deshalb, weil die Tiere da mehr zunehmen. Ja? Die haben bis zu 20% mehr Gewicht. Und dann gibt es, das habe ich vorhin erwähnt, die ganzen Störungen, die neurologischen Entwicklungsstörungen, ob das Autismus ist, Magen-Darm-Störungen, Hormonstörungen zum Beispiel, ja. Dass Mädchen früher ihre erste Regel bekommen, das hängt damit zusammen, wenn sie zu viel Antibiotika bekommen haben, dann zerstören sie Keime, die ganz wichtig sind im Östrogenstoffwechsel, ja. Und dort, wo diese Östrogene dann nicht richtig abgebaut werden, haben sie zu hohe Spiegel und dann kriegen sie eine Entwicklungsbeschleunigung. Das heißt, diese Mädchen kriegen mit 10, 11 schon die Regel oder haben ein beschleunigtes Brustwachstum bis hin zu einer früheren durchschnittlichen Karzinominzidenz. Ja? Die Brustkrebs wächst ja unter Östrogeneinfluss und damit befeuern sie sozusagen das Entstehen von solchen Karzinomen. Ja. Eine Antibiotikagabe in den ersten beiden Lebensjahren erhöht das Risiko von Heuschnupfen von 14% auf 56%. Neurodermitis von 15% auf 41%. Angststörungen, das wissen wir schon lange von vielen Antibiotika, die können bis hin zu richtigen Panikattacken machen. Ja? Weil wenn diese Mikrobiome gestört sind, ja, dann fehlt uns quasi, ich drücke das immer aus, so als ein gesunder Lebensstrom, ja, der aus unserem Darm eigentlich ständig und unser ganzes Befinden, unser Fühlen sozusagen begleitet. Und dieser Vitalstrom, wenn der verebbt, ja, dann können zum Beispiel solche Dinge wie Depressionen und Angststörungen entstehen, die dann gar keine andere Ursache haben, sondern hier im Darm sozusagen begründet sind. Ja. Das von 2011 haben wir mal. Also ich kenne Medizinbücher aus dem 19. Jahrhundert, wo beschrieben wird, dass Allergien eine absolute Rarität sind. Heuschnupfen, ja, wurde ganz selten mal gesehen. Ja, und heute sind wir bei 25% der Bevölkerung mit Kontaktallergien, Neurodermitis, das ist 2011. Das zeigt jetzt eben den Zusammenhang von Asthma und Allergien weltweit. Und es gibt den schönen Satz von einem Epidemiologen, der sagt, der größte Risiko für Asthma und Allergien sei die englische Sprache. Ja? Weil im englischen Sprachraum, vor allem der Weltmeister sind die Australier, die haben enorm hohe Allergiequoten. Ja? Da kann man natürlich fragen, was liegt das? Da gibt es viele Zusammenhänge. Ja? Das liegt an der Ernährung, Fast Food, schlechte Mikrobiome, sportliche Impfpolitik, sportliche Antibiotikagaben und so weiter. Also alle Länder mit hochentwickeltem westlichen Lebensstil, die sind sozusagen führend in der Allergiestatistik. Also bei uns sind wir gerade so bei 20-25%, wenn Sie dann im Nahen Osten gehen, das 5-10. Die Indonesier haben die niedrigsten Allergiequoten auf der Welt und ich war da selber mal. Das ist ein bisschen krass, dieses Bild, aber nur zur Verdeutlichung. Ja, das sind eigentlich diese hohen oder einfach nur diese naturnahe Lebensweise und andere medizinische Versorgungsstrukturen und so weiter. Ja. Es zeigt einfach, wie viele Kinder und Jugendliche
die mindestens einmal in ihrem Leben von einer atopischen Erkrankung, also so nennt man diesen ganzen Formenkreis aus Asthma, Heuschnupfen, Neurodermitis, betroffen sind. Ja. Bei den 14- bis 17-Jährigen sind es heute schon fast 40%. Das sind die sogenannten Entwicklungsländer, wie sich seit den 50er Jahren die Asthma-Inzidenz entwickelt hat. Ja. Und je mehr die jetzt diese Länder den westlichen Lebensstil annehmen, so geht es hoch. Ja. Und das sind jetzt die europäischen und amerikanischen Kurven, die haben sozusagen mit der Nachkriegszeit, ja, hat es sozusagen begonnen, dieser Anstieg. Ja. Wir sind mittlerweile bei über 300 Millionen, das stimmt schon gar nicht mehr, die Zahl, Asthma-Erkrankten weltweit. Und es ist mittlerweile auch der häufigste Grund für Fehlen in der Schule für Kinder. Also das ist die häufigste chronische Erkrankung bei Kindern. Und noch eine wichtige Info für werdende Mütter sozusagen. Es gab eine Riesenstudie in England über Asthma und Schwangerschaft und so weiter. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Angst der Mutter, das Angstniveau der schwangeren Mutter eben ganz eng korreliert mit der Häufigkeit von Asthma. Und wir können heute schon im Nabelschnurblut eigentlich messen, ganz bestimmte Immunglobuline und so, die typisch sind für Asthmaerkrankungen, die sind schon im Nabelschnurblut drin. Das heißt also, die ganze Stressbiologie der Mutter geht sozusagen mit über auf den kindlichen Organismus zu einem gewissen Grad. Und wir und auch Antibiotikagaben während der Schwangerschaft erhöhen das Asthma-Risiko des Kindes, eine Antibiotikagabe um etwa 90%. Ja. Dass Asthma etwas mit Angst der Mutter zu tun hat, hat Steiner schon 1924 formuliert, dass quasi die Ursachen darin liegen, dass die Mutter Schocks oder Kümmernisse gehabt hat, die sich in unregelmäßigen Wiederholungen immer wieder ergeben haben während der Schwangerschaft. Solche Dinge, sie wirken außerordentlich stark auf das gesamte Schleimhautsystem des Atemtrakts. Sie müssen immer bei Verläufen, auch wenn Menschen schwere pulmonale Infekte mit Ödemen und Atemnot und so weiter, da muss man immer die psychische Komponente mit im Bewusstsein haben. Ja. Es gibt Fälle, genügend beschrieben, wo einfach durch schockartige Erlebnisse, durch Panik, Angst, wie es zum Beispiel bei den Soldaten im Ersten Weltkrieg untersucht wurde, wo die Panik so groß wird, dass sozusagen die ganze Immunologie versagt, die bricht zusammen und dann ergeben sich solche immer im Zusammenhang mit der Atmungsorganisation. Ja. Das Seelische drückt sich da unheimlich stark aus. Das sehen wir nicht nur im Lachen und Weinen und so weiter, sondern eben auch in den ganzen Krankheiten. Ja. Diese Erkenntnis gab es im 12. Jahrhundert schon. Angst, Panik und Trauer führen dazu, dass die Atmungsorgane nicht mehr dem Willen des Patienten gehorchen. Muss mal wissen. Also jetzt noch ein Wort zu dieser Psychoneuroimmunologie. Schauen Sie, es ist für jeden selbstverständlich, wenn man sich fragt, was unterscheidet eigentlich einen Gedanken von einem Gefühl? Da können Sie ganz einfach sagen, Gefühle sind immer mit körperlichen Funktionen verbunden. Ja? Gefühl ist beides. Ja? Schöner Satz von Maurice Merleau-Ponty. Einen Körper haben wir, aber Leib, das sind wir. Ja? Also hier nur als was alles sozusagen, wie unser Organismus, unser Leib reagiert auf ganz bestimmte Gefühle, auf seelische Zustände, das wissen wir, das ist alles bekannt. Was nicht bekannt war oder noch nicht bekannt ist richtig, ist, dass unser Immunsystem sozusagen in seinen ganzen Funktionen eben auch Teil dieser Gefühlsbiologie ist. Ja? Unsere Immunfunktionen, die schwingen sozusagen immer mit unseren seelischen Zuständen. Ja? Und das können wir heute messen. Ja? Es gibt Untersuchungen, die einfach zeigen, wenn Sie zum Beispiel bei chronischen
Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Die nennt man ja auch die stressassoziierten Erkrankungen, weil die sich unter Stress immer verschlimmern. Wenn Sie da parallel dazu diese Funktionen messen, die Immunfunktionen, und ein Tagebuch führen, wie hoch die Stressbelastung ist, dann laufen sozusagen diese Immunfunktionen mit der Stressbelastung parallel. Ja? Das übergehe ich jetzt, weil das wird es. Schauen Sie, wir wissen einfach heute, wenn in der Kindheit diese Traumatisierungen stattfinden, ob Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, Verlusterlebnisse und so weiter, das setzt bei den Kindern biologische Narben. Ja? Das prägt sich ein in die Stressbiologie, ins Immunsystem, ins Mikrobiom. Ja? Unsere Viren und Bakterien und sind hochsensibel auf unsere psychischen Schwankungen. Ja? Angst und Stress zum Beispiel verändert das Mikrobiom, ja? Lässt es verarmen und so weiter. Und all diese Narben, die enden dann im höheren Lebensalter in Form von Depressionen, Angststörungen und so weiter. Ja. Da gab es diese berühmte Studie von Filetti, der das mal gemacht hat, mit 28.000 Kindern, hat einfach mal geguckt, wie ist es denn in der Kindheit, und hat solche sogenannte ACE-Faktoren, also Adverse Childhood, also ungute Kindheitserfahrungen, solche Faktoren hat er gesammelt und hat geguckt, wie später sich das auf die Gesundheit dieser Kinder auswirkt. Und wenn Sie also von diesen oberen Faktoren, sexueller Missbrauch, seelische, körperliche Vernachlässigung, ja, Drogen, Scheidung, Gewalt und so weiter, was es alles an kindlichen Stressoren gibt, wenn da 6 zusammenkommen, dann haben Sie eine Lebenserwartungsreduktion von 20 Jahren. Ja. Also Sie erhöhen das Risiko für ganz viele Erkrankungen. Da habe ich hier nochmal eine Studie dazu gezogen. Schauen Sie mal, das sind Menschen, Kinder, oder Menschen, die als Kinder missbraucht wurden, und die haben im späteren Lebensalter ein 6-fach erhöhtes Krebsrisiko. Ja. Das heißt, die sind eigentlich ständig, dieser ganze Organismus bleibt ständig in Überalarmbereitschaft, ja, niedrige Angstschwellen, Panikattacken und so weiter. Ja. Und das sind einfach dann Zeitlebensprägungen, Stressoren, ja, die eigentlich immer diese Menschen in einer dauerhaften Alarmsituation halten. Auch das ist eine ganz vielsagende Untersuchung. Da hat man einmal im Koreakrieg 200 junge Männer, die an der Front waren, über mehr als 4-5 Monate, also tägliche Todesangst erlebt haben und die dann gefallen sind, die hat man obduziert, und 70% dieser jungen Menschen hatten sichtbare Verkalkungen der Herzkranzgefäße, zum Teil mit höhergradigen Stenosen. Ja, und ich weiß das selber, ich habe lang genug in der Gefäßchirurgie gearbeitet. Gefäßverkalkung gibt es normalerweise nicht in diesem Alter. Das gibt es nicht. Und dann nach 4-5 Monaten Turbostress und Angst und Belastung, ja, haben sich solche Symptome entwickelt. Schauen Sie, die Neurodermitis, das ist ja eine unserer Hauptplagen bei den Kinderkrankheiten überhaupt. Und auch hier gibt es natürlich jetzt viele Untersuchungen, wie diese Krankheit, also in den Lehrbüchern steht ja immer, wir wissen das nicht, wir verstehen das nicht, wie diese Krankheit entsteht. Sie müssen immer, wenn es um Krankheitsursachen geht, braucht man immer den peripheren Blick. Das heißt, Sie müssen immer das gesamte Lebensfeld, den Lebenskontext im Blick haben, und dann verstehen Sie, warum jetzt in diesem individuellen Fall die Krankheit so und so abgeht. Ja? Kinder mit Neurodermitis haben gestörte Mikrobiome auf ihrem ganzen Körper, auch da, wo keine Krankheitsherde sind. Ja, da haben die eine Keimverarmung, die haben viel zu wenig Bakterien, und es ist eine Verschiebung hin zu einer Monokultur, dass nur ganz bestimmte Keime, die vermehren sich rasant, die werden zur Epidemie, zur Monokultur, und andere Keime, die gehen quasi zurück. Ja.
Und jetzt hängt die Haut natürlich auch ganz eng mit unserer Psyche zusammen. Ja? Schauen Sie, wenn ein Kind Stress erlebt, zum Beispiel Gewalt oder Aggression im Elternhaus, dann können Sie das an der Haut messen. Ja? Da geht die Durchblutung zurück, da ändert sich der Salzgehalt, der pH-Wert, die Haut wird anders, die Mikroben verändern sich, der Geruch wird anders. Ja? Die ganze Hautphysiologie ist sozusagen ein hochsensibles Ökosystem, was ganz sensibel auf all diese Einflüsse reagiert. Ja? Um 600% ist die Neurodermitis angestiegen. Ja, und das hat natürlich auch viel mit Hygiene und Medizin und so weiter zu tun. Aber da war jetzt im Oktober dieser Kongress Psychoneuroimmunologie in Innsbruck. Da wurden diese Bilder vorgestellt. Man hatte mal Neurodermitis-Kinder einfach die Eltern angehalten, ihre Kinder jeden Tag 20 Minuten zu massieren. Also einfach körperliche Kontakt, Erfahrung, ja, diese, und es, man glaubt es nicht, was diese Körperkontakt, ja, diese Berührung im weitesten Sinne dieses Wortes, was das macht mit unserer ganzen Immunbiologie, ja, ganz enorm, wie sich das verändert. Und schon allein diese Berührungstherapie hatte weit mehr Effekt als viele andere Therapiemaßnahmen. In Nepal zum Beispiel ist es üblich, dass man die Babys massiert. Ja. Und die haben somit die niedrigsten Raten von Neurodermitis auf der ganzen Welt überhaupt. Das ist eine Untersuchung von hautkranken Menschen. Die hat man gefragt oder hat man geguckt, wie denn das Näheverhältnis, das Berührungsverhalten im Elternhaus war, wie viele Körperkontakte da stattgefunden haben. Und es war eben bei den Gesunden doppelt so hoch wie bei den Hautkranken. Also wenn eine kleine Katze nicht abgeschleckt wird, dann stirbt die, das wissen wir. Und das ist bei den Menschen ähnlich. Ein Mensch kann blind geboren werden oder taubstumm, sogar beides, blind und taubstumm. Aber wenn dieser Social Touch, wie man das nennt, wenn das fehlt, also die Berührung, dann stirbt dieses Kind. Und das kann man heutzutage psychoneuroimmunologisch nachweisen, weil sich die ganze Hormon- und Immunkonstellation so ändert, dass quasi das Immunsystem zusammenbricht. Ja. Vor allem der Oxytocinspiegel. Jeden Mensch, den Sie auf die Schulter klopfen, der kriegt einen kleinen Oxytocin-Flash. Ja, das ist einfach dieses Hormon, was sofort freigesetzt wird, ja, wenn Sie Vertrauen erleben, wenn Sie Freundschaft erleben, Kooperation, Fairness, all diese menschlichen Dinge, dann steigt sofort der Oxytocinspiegel und das ist einer der wichtigsten Immunmodulatoren, die wir haben im Organismus. Ja? Der besänftigt und mildert sozusagen das Immunsystem und harmonisiert es enorm. Ja. Bis zum Abschluss. Man hatte mal sich die Frage gestellt, es war in Atlanta an der Universität, welche Temperaturverhältnisse eigentlich für Mäuse angenehm sind. Ja, wir haben ja weltweit Labore, wo Tierversuche gemacht werden. Und haben sie gefragt, ja, wie normal, ein Mäusenest im Erdboden drin hat es über 30 Grad. Die sind einfach so gebaut und isoliert, dass da eine hohe Temperatur herrscht. Und in den Labors dieser Welt, da werden die Mäuse gehalten bei 20 bis 26 Grad. Da wollten sie gucken, was lieben die Mäuse, haben ihnen drei Kammern zur Verfügung gestellt, mit jeweils unterschiedlichen Temperaturen. Da in die normale Labortemperaturkammer, da ist keine einzige Maus rein. Die gesunden Mäuse sind alle in das Räumchen mit 30 bis 31 Grad gegangen. Und die krebskranken Mäuse, die sind in einen Raum gegangen, wo es 38 Grad hatte. Diese Beobachtung haben im ganzen Tierreich, ja, dass die Tiere immer die Wärme suchen, wenn sie krank sind, ja, weil das die Immunfunktionen verbessert. Ja. Kältestress verändert unser Mikrobiom, führt zu einer sogenannten Dysbiose, also einer Störung der Mikrobenzusammensetzung. Ja. Und jetzt haben sie geguckt,
Warum gehen denn die in die Wärme, wenn sie Krebs haben? Also die ganze Krebsforschungsinstitute der Welt, die arbeiten ja so, dass man diesen Mäusen unter die Haut verschiedene Krebszelllinien spritzt und dann guckt, gehen die an, wachsen die, wie schnell wachsen sie, metastasieren sie und so weiter. Und jetzt hat man geguckt und hat die Mäuse versucht, nicht bei normalen Labortemperaturen, das sind hier die blauen Kurven, sondern eben in ihren normalen Wärmeräumen sozusagen gemacht. Und man sieht ganz deutlich diese Kurven, immer die roten Kurven, das war das Krebswachstum jetzt bei den Mäusen in der Wärme und die blauen Kurven war das in der Kälte. Da sieht man so Lungenmetastasen hier, die weißen Punkte auf der Lunge. Ja, und es war ein deutlicher Unterschied. Man hat auch bei diesen Tieren in der Wärme hat man viel mehr Immunzellen in der Umgebung dieser Tumore gefunden. Ja? Also man hat sozusagen, man hat einen Systemfehler entlarvt. Unsere ganze onkologische Forschung hat sozusagen basiert auf einer falschen Grundannahme. Ja, wir haben einen Systemfehler gemacht und haben dadurch das ganze antitumoröse Immunpotenzial dieser Mäuse komplett falsch eingeschätzt und damit auch falsche Daten generiert. Ja. Und das Nette an der ganzen Sache ist, es trifft nicht nur für die physikalische Kälte zu, sondern auch für die soziale Kälte. Da haben sie genau denselben Effekt. Ja, wenn sie Mäuse oder Ratten, die normalerweise immer in Gemeinschaft leben, wenn sie die isolieren, dann wachsen die Tumore genauso beschleunigt wie unter physikalischer Kälte. Ja? Und das kennt man auch von Menschen. Ja? Die soziale Isolation, das ist ja eine Erkenntnis. Vor 10 Jahren hat kein Mensch sich gefragt, was macht Einsamkeit mit den Immunsystemen der Menschen? Und jetzt sind diese Dinge untersucht und wir fallen aus allen Wolken, dass die Einsamkeit einer der wirkmächtigsten krankmachenden Faktoren überhaupt ist. Mehr als Alkohol, Rauchen und Fettleibigkeit. Ja. Also soziale Isolation erhöht das Sterberisiko um 25% etwa. Ja. So, jetzt machen wir noch, das müssen wir jetzt leider voll ausklinken hier. Aber noch eine letzte Zahl, die wurde auch auf diesem Innsbrucker Kongress wurde die präsentiert. Eine Analyse von 3 Millionen Menschen, also eine riesige Meta-Analyse. Fragen Sie jetzt nicht, wie das geht, das wird viel zu weit führen, wie man sowas erhebt. Aber hat auf jeden Fall gezeigt, dass unsere Gesundheit bzw. unsere Lebenserwartung nur zu 5% durch die Gene bedingt ist. 20% durch gesundes Verhalten, 20% macht die Medizin aus und 55% unsere sozialen Beziehungen. Ja. Das ist das, was den Mensch gesund hält. Ja. Ein intaktes soziales Miteinander, das ist, man braucht kein Fachmann sein, um das zu wissen. Ja. Aber das ist einfach, da relativiert sich jetzt in unserem bisher biomechanistischen Krankheitsverständnis doch vieles. Und dann zum Schluss darf ich noch eine kurze Werbung machen. Wer für diese Sachen sich interessiert oder sich noch mehr und näher damit beschäftigen will, kann eins dieser Bücher lesen. Das ist halt sehr ganz eingehend wissenschaftlich über Mikrobiom. Und das ist mehr so über die allgemeine Problematik unseres Gesundheitswesens, die jetzt durch diese Corona-Krise sichtbar geworden ist. Gut, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.